Na, es freut mich tatsächlich. Ich freue mich, dass wir so einen Spaß zusammen haben, ja? Ehrlich, weil ich bin oft gefragt, Herr Britton, was ist der Unterschied zwischen englischem und deutschem Humor? Und wie heute Abend uns beweist, es gibt überhaupt keinen Unterschied. Aber bei der Hochzeit zwischen meiner Frau und mir habe ich einen kleinen Unterschied bemerkt. Die Stimmung in der Kirche war sehr so abgespannt. Angespannt. Es war so angespannt, es war abgespannt. So gespannt war es. Ein Grund vielleicht dafür, die ganze Hochzeitsgesellschaft bestand nur aus der Familie meiner Frau. Meine Familie konnte nicht dabei sein. An diesem Wochenende gab es ein Pferderennen. Ich fand die Ausrede ausreichend, aber ihre Familie war sauer. So war es. Ja, so. Da standen wir, meine Frau und ich, in der Kirche vorm Priester am Altar. Und kam der Moment, sich zu küssen. In England, bei der Trauung, küsst der Mann immer auf der linken Seite. Auf der gleichen Seite, auf der wir fahren. In England alles auf der linken Seite. Meine Frau wusste das nicht, waren beide tierisch nervös. Und wie gesagt, kam der Moment. Blut schoss aus meiner Nase. Direkt auf das weiße Hochzeitskleid meiner Frau. Ich weiß, ein Albtraum. Sie fing an zu schreien. Der Priester fing an zu schreien. Ja. Die ganze Familie, meine Frau, fing an zu schreien. Nur ich blieb cool. Hab versucht, diese furchtbare Situation so mit einem Witz zu entschärfen. Ja. Oh, ich wusste nicht, dass sie noch Jungfrau war. Und das, meine Damen und Herren, ist der Unterschied zwischen englischem und deutschem Humor. Denn niemand aus der ganzen Familie, meine Frau, hat über diesen Witz gelacht. Ich war der Einzige, den ich lustig fand. Aber dann erwiderte meine Frau, im Gegenteil, Schatz, ich bin schwanger. Und nun haben alle gelacht. Außer mir.